Kommen wir zu diesem Typ. Ja, wenn x unterm Bruchstrich steht, jetzt einfach mal x nehmen. Das wäre ein bisschen spannend, denn wir haben es hier mit einer Summe zu tun. Was man da aber macht, zeige ich gleich, geht viel leichter als gedacht. Zusammenfassen. Nur auf eine vernünftige Art, denn die Brüche kann ich so noch nicht zusammenfassen. Das ist der gleiche Typ in Physik. Komme ich dann auch noch drauf. Wenn ich diese typische Parallelschaltungsformel habe, was mache ich dann, wenn ich die Brüche ausrechnen will? Noch dazu, wenn ich vielleicht nur einen Einzelwiderstand aus der Parallelschaltung errechnen will. Kommen wir zu, kein Problem. Und schauen wir mal, gleich erste Zeigeaufgaben. Geht insofern leicht. Ich sage, warte mal, das sind unterschiedliche Brüche, also mit unterschiedlichen Nenner oder Namen. Ja, dann mache ich sie gleichnamig. Herrje. Hier erweitere ich mit 4, hier mit 3. Wer das nicht weiß, nochmal in den Videos gucken. Habe ich ausführlich erklärt. Es ist durchaus erlaubt, jetzt zu sagen, 3 mal 4 ist 12. Das ist praktisch wie eine Art Rückwärtskürzen. Das Erweitern, da darf man es auch wegstreichen und anders hinschreiben. Jetzt wird es sicherer, ne? Jetzt sieht man, das sind 3 Zwölftel und 4 Zwölftel. Vorsichtig, x ist nicht gleich, sondern immer noch 1 durch x ist 7 Zwölftel. Jetzt darf ich stürzen. Stürzen bedeutet, ich muss auf beiden Seiten der Gleichung Zähler miteinander umdrehen. Das heißt hier x Eintel, könnte ich mir denken, mache ich nicht mehr. X durch 1 bleibt x, ist 12 Siebtel. So, das wäre ausgerechnet. Achtung, jetzt mal ein Tipp. Immer erst gucken, wie die Brüche aussehen. Wenn ich hier jetzt Zwölftel nehmen würde, wäre ich etwas zu weit geschossen. Nehme ich doch lieber hier diesen Bruch und mache hier raus Sechstel. Dann habe ich 3 Sechstel. Und kann jetzt wieder zusammenzählen und sagen, 1 durch x ist demzufolge 1 plus 3 ist 4 Sechstel. Das kann man nebenbei wieder kürzen. Würde ich auch immer raten, sind 2 Drittel, macht die Sache übersichtlicher. Achtung, jetzt kommt Stürzen. Denn ich habe keine Summe mehr. Jetzt darf ich stürzen. Also ist x durch 1 hier. Aber das schreibe ich nicht mehr. 3 halbe. Gut, bis dahin. Jetzt gucken wir uns die Seite an. Oh, was mache ich jetzt? Na, das gleiche wie hier. Nur, ich muss so anfangen. Ich sage, warte mal. Ich werde ja, auf der Seite steht die ganze X-Reihe, da lasse ich das auch. Ich sage noch nicht, da steht das X, sondern 1 durch X. Und ich nehme erstmal das weg. Ich werde aber einen Konflikt bekommen. Ich werde also Siebtel und Neuntel mischen müssen. Also mache ich doch gleich 63stel draus. Erweitern, hier mit 9. Erweitern heißt oben und unten mal nehmen. Hier mit 7. Wegstreichen, 63stel. Sieht wesentlich sicherer aus. 9, 63stel, 7, 63stel. Nochmal überprüfen, wenn man es kürzen würde, würde man wieder auf die ursprünglichen Brüche kommen. Und jetzt kann ich direkt weitermachen. Jetzt kann ich sagen, okay, Regiestrich minus 9 63stel. Nicht schlimm. Dann steht hier 7 minus 9 ist minus 2 63stel. Ist gleich 1 durch x. Jetzt kann ich stürzen und demzufolge ist minus 63 halbe gleich x. Kann man dann hinterher noch in Kommazahlen oder sonst was umwandeln. Das gleiche hier, auch nicht schlimm. Moment mal, ich habe hier Drittel, 2 Drittel und hier habe ich Sechstel. Na denn, das ist wieder so ein typischer Fall, nicht mit Kanonen nach Spatzen schießen, hier erweitern mit 2. Komme ich hier auf Sechstel, nämlich 4 Sechstel. Jetzt kann ich getrost sagen, okay, minus 1 Sechstel, denn bei der x-Reihe statt plus 1 Sechstel. Nochmal bei Grundlagen nachgucken, wenn es nicht geht. Und jetzt kann ich sagen, 4 Sechstel minus 1 Sechstel sind bloß noch 3 Sechstel, ist gleich 1 durch x. Das bleibt ja stehen. Das Sechstel ist hier durch Abziehen verschwunden. Jetzt nicht gleich losstürzen, nochmal schnell kürzen. Das ist durch 3 ist 1 und das ist 2, also ist 2 Eintel gleich x Eintel. Ne? So, okay. Das bis dahin. Jetzt, wie sieht das bei physikalischen Formeln aus? Auch nicht schlimm. Ich habe das aber mal schon vorbereitet. Zusammenfassen wäre ja schön, ne? Aber hier gleichnamig machen. Genau das gleiche wie oben. Ich habe 3 Ohmtel, sage ich mal aus Spaß, und 4 Ohmtel. Also muss ich hier mit 4 und hier mit 3 erweitern. Komme auf, ich habe jetzt mal ein paar Zeilen mehr geschrieben.
4 Zwölftel Umtel und 3 Zwölftel Umtel sind 7 Zwölftel Umtel. 1 durch R gesamt immer schön fortschreiben. Und jetzt darf ich stürzen. Nochmal merken, Summen kürzen nur die Dummen und Summen stürzen nur die Dummen. Bis hierher geht's nicht. Das ist eine Summe aus diesem und diesem Term. Ab hier darf ich stürzen. Gut, dazu machen wir dann Übungsvideos. Ja, bis dahin schließe ich das Video erstmal.